Wir sind am ersten Tag der FAFCA 2014 hier im Kongress- und Messezentrum in Innsbruck und die FAFCA ist der Treffpunkt für die Tiroler Hotellerie. Die Wirtschaftskammer Tirol nutzt natürlich diese Plattform und lädt hier zum Tag der Tiroler Tourismuswirtschaft. Experten und Interessierte treffen sich hier zu Gesprächen, tauschen Ideen aus und Ziel ist es, innovative Ideen für den Tourismus im Land Tirol zu finden und umzusetzen. Das ist immer ein politischer Ansatz bei dieser FAFCA und zwar geht es da erst einmal um das Thema Betriebsübergabe, Übernahme, um das Thema Qualität ganz generell im Tiroler Tourismus und schauen, wie die Ausrichtung in Zukunft ausschaut, weil die Konkurrenz schläft nicht, wir müssen uns neu positionieren und da erwarten wir uns jetzt eine neue Ansage von unserem Tourismusreferenten, Landeshauptmann Platter, unserem Spartenobmann ist da und die neue Bundesspartenobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Es werden sicher viele interessante Themen dabei sein. Ich bin eigentlich einmal da zu hören, insgesamt wie sich der Tourismus in Tirol entwickelt und sollte sich die Situation ergeben, auch eine Wortmeldung bezüglich unseres Vorhabens Brückenschlag zu machen. Ja, zum einen ist einmal ein Treffen, ein Zusammenkommen von allen. Und natürlich ein bisschen ein Blick auch in die politische Zukunft, alles was an Ideen da ist, eine gemeinsame Diskussion, ein gemeinsames Treffen und Wie wichtig ist so ein Austausch? Austausch ist sehr wichtig, gerade wenn die Leute auch zusammenkommen und das sind Fixpunkte. Die FAFCA hat sich sehr gut entwickelt und dies ist auch ein fixer Platz, auch dieser Tourismustreff, dieser Tourismustag und da sind wir natürlich alle da. Der Tag der Tiroler Tourismuswirtschaft hier bei der FAFCA 2014 hat ganz großen Anklang gefunden. Viele Gastronomen, Hoteliers und auch viele Politiker und Verantwortliche sind hierher gekommen, um zu diskutieren und vor allem ihre Meinung auszutauschen mit einem Mann, der im Land Tirol für den Tourismus verantwortlich ist. Landeshauptmann Günther Platter. Ja, natürlich gibt es viele Anliegen, aber das Wichtigste ist, dass wir diese wichtige Säule Tourismus wertschätzen. Es wird hervorragende Arbeit von den Touristikerinnen und Touristikern und der Seilbahnwirtschaft geleistet und dass wir eine positive Weiterentwicklung haben und insbesondere auf Qualität setzen. Deshalb sind wir im Vergleich zu allen anderen Bundesländern weitaus am besten stehen wir da. Wir haben ja 40% des Tourismus in Österreich, in Tirol zu verzeichnen. Und da braucht es natürlich eine positive Weiterentwicklung. Sie haben heute einige Sachen angesprochen, die jetzt gemacht werden, gerade auch in Innovationen, in Sachen Innovationen. Ja, ich setze ja auf Tourismusforschung. Da haben wir jetzt die Partner, das Projekt steht und wir werden das nächste Jahr damit beginnen, weil wir müssen schon auch wissenschaftlich und innovativ damit auseinandersetzen, wohin geht der Tourismus, auch in Konkurrenz in den Alpen, aber insbesondere in Konkurrenz gegenüber Sonne, Strand und Meer. Andererseits setze ich auf das Marketing in Tirol, das ich weiter aufstellen möchte in den verschiedensten Branchen, die wir haben, damit Tirol so wahrgenommen wird, wie es ist. Die Vermieterakademie, die haben wir ja bereits schon begonnen, ist ein riesiger Erfolg. Wie viele da jene Leute dabei sind, die also die kleinen Unternehmer sind, Privatzimmervermietung bis hin zu Urlaub am Bauernhof, Online-Banking und so weiter, wird natürlich gemacht, aber insbesondere auch die Bewerbung übers Internet. Also da können wir sehr viel sagen, was also vernünftig ist. Und da gibt es Projekte bis hin zum Tiroler Weg 2015+, wo sich Experten auseinandersetzen. Also immer in die Zukunft schauen und immer wieder auch diesen Optimismus und diese Zuversicht ausstrahlen. Also durchaus durchwegs positive Signale, die Sie heute auch setzen konnten.
Ja, selbstverständlich. Die Negativen kommen sowieso von allen Seiten daher. Aber mit negativen Signalen und Pessimismus kommt man nicht weiter. Deshalb müssen wir weiterschauen in die Zukunft mit Optimismus und Zuversicht. Dankeschön, Herr Landeshauptmann. Durchwegs positive Signale heute von der Tiroler Tourismuswirtschaft beim Tag der Tiroler Tourismuswirtschaft hier bei der FAFCA. Und viele positive Gespräche und interessante Gespräche werden jetzt natürlich auch noch folgen.